Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen The Legend of Zelda The Wind Waker weiter. Diesmal hat es keine 2 Monate gedauert. Beim letzten Mal haben wir uns vorwiegend irgendwie in, auf und um Portemonnaie umgeschaut und da so ein paar Nebenquests abgeschlossen oder angefangen oder wie auch immer. Sind wir noch lange nicht fertig mit geworden, aber ich wollte ja dann doch irgendwann mal weiter voranschreiten. Danach sind wir hier nach Norden aufgebrochen und haben die C4-Insel ein bisschen unter die Lupe genommen. Leider haben wir festgestellt, dass wir hier momentan schrecklich wenig machen können, weshalb, blöde C4-Insel müssen wir halt außen vor lassen. Und jetzt würde ich sagen, segeln wir einfach mal nach Westen weiter. Wir haben hier noch 2 Planquadrate und dann wollten wir ja zur verwunschenen Bastion ein bisschen mit der Story weitermachen. Und was wir danach machen, das weiß ich offen gesagt noch nicht. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, dann mal Segel setzen und auf und davon. Ich muss mich erstmal... Wow. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, ihr das zum einen. Und zum anderen muss ich mich auch erstmal an das neue Segel gewöhnen, mit dem wir ja so feilschnell unterwegs sind. Das hat irgendwie schon was. Das reinste Turboboot. Aber so hat man, ja, keine Ahnung. Das ist tatsächlich so eine Sache, das wird ja beim normalen Wind Waker, da vorne ist übrigens ein Schatz, ein großer Schatz, ein sehr großer und schöner Schatz. Da ist so eine Art Kanonenboot oder so. Das ist so eine Sache, das wurde beim normalen Wind Waker... Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin oder nicht. Moment, welche Schatzkarte ist denn das? Das wurde beim normalen Wind Waker, also damals auf dem GameCube, ja ziemlich kritisiert. Ich bin viel zu weit. Ich muss ein bisschen zurück. Irgendwo hier so? Oder so? Irgendwo hier so. Und dann theoretisch links. Tatsächlich. Oh mein Gott. Der Tag geht gut los. Am frühen Morgen direkt mal. Na gut, eigentlich haben wir relativ spät Nachmittag. Aber direkt mal eine Schatztruhe irgendwie aus dem Meer fischen. Das hat schon was. Und mal eben so 200 Silber und Rubine einheimsen. Das lobe ich mir. Gut. Jetzt wollen wir irgendwie noch das der kaputt hauen und dann kann ich noch andeutungsweise erklären, ja, wie gesagt, das wurde beim damaligen Wind Waker auf dem GameCube ziemlich kritisiert, aber das hatte ich glaube ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Diese unfassbar langen Seewege, die so unfassbar lang sind und bei denen so unfassbar, also verhältnismäßig zumindest, wenig passiert und hast du nicht gesehen und überhaupt und sowieso. Und wie kann Nintendo denn nur und warum haben sie denn und warum haben sie nicht anders und... Wie auch immer, hier bei Wind Waker HD haben sie sich diese Kritikpunkte tatsächlich ein bisschen zu Herzen genommen. Und ja, mit diesem Turbosegel zumindest eine interessante Alternative geschaffen. Um das ganze Spielprinzip ein bisschen zu verschnellern einfach. Potzblitz, das führt also zu... Potzblitz? Ich weiß nicht, wo er hinguckt. Das führt also zu... Zu was? Zu wem? Zu wer? Wie? Wann? Warum? Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir jedenfalls eine große Muschel, irgendwie auf dieser Insel. Und in dieser Muschel befindet sich ein... Feenbrunnen. Hallo. Hallo, kleine Fee. Hallo, große Fee. Hallo Fee, die du nicht mehr ganz so sexy aussiehst wie noch in Ocarina of Time, was echt schade ist. Junge, der du die Winde erweckst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Und das bedeutet, du gibst mir was? Blütenstaub und irgendeine Itemvergrößerung nehme ich mal stark an. Bomben? Nee, oh. Du kannst jetzt mehr Rubine mit dir führen. Dein Geldbeutel fasst nun unglaubliche 5000 Rubine. Hier war die Fee also. Die Feen dieser Quelle werden gern all deine Wunden lindern. Solltest du erschöpft sein, dann komm doch und lass dich von uns ein bisschen abknutschen und so. Das wäre irgendwie ganz toll. Feen knutschen, tralalalalala. Ich knutsch alle Feen dieser Welt. Na gut, nicht alle. Aber man muss ja
Man soll ja nicht zu gierig sein. Also das muss ja alles mit in Maßen genossen werden. Und ja, jetzt habe ich eine größere Geldbörse. Ach, ist das geil. Das wusste ich echt nicht, dass es hier ist. Okay. Nächste interessante Frage. Wo ist hier der Fisch in diesem Gebiet? Damit ich das Ganze mal auf meiner Seekarte einzeichnen kann. Den hätte ich noch ganz gerne mitgenommen. Mal ein bisschen umgucken, mal ein bisschen die Kameraperspektive verändern und mal schauen. Da ist übrigens eine Tingelflasche, aber die interessiert uns jetzt für den Moment gar nicht. Ich sehe ihn nicht. Doch, da hinten sehe ich ihn. Haha! Oh, mein kleiner Fischi, komm her. Ich will dich, ich krieg dich, ich mach dich, ich pack dich. Was mir gerade so ein bisschen einfällt oder auffällt, weil ich jetzt nochmal so ein bisschen an das blaue Schleimgelee-Dingens denken muss, was wir kaputt gemacht haben, eben gerade auf der Insel. Ich könnte natürlich auch einfach mal das schnelle Segel aktivieren, ne? Könnte ich. Das Problem ist, dass jetzt die Windrichtung natürlich verändert wurde und ich absolut keine Ahnung habe, wie ich jetzt liege auf dem Kurs und so weiter. Das müssen wir gleich nochmal ein bisschen verändern. Blaues Schleimgelee. Ich hatte überlegt, aber ich hatte falsch überlegt, ne? Ja, ich habe sowas von falsch überlegt. Ich dachte irgendwie, oder ich hatte mich an ein anderes Zelda erinnert. Ich dachte, man müsste diese Schleimgelee-Dinger in irgendeine Flasche packen oder so, aber das ist natürlich kompletter Bullshit. Man hat die einfach in der Beutetasche mit drin. Das heißt, dem komischen Gelee-Händler oder auf Portemonnaie, den hätte ich auch schon längst Schleimgelee zeigen können. Ach, ich bin ja so ein kleiner Trottel. Na gut, was soll's. Bitte zurück und bitte hier ein bisschen, ein bisschen Futter hinlegen, weil Futter kann nie schaden. Wir alle wissen das, Fische lieben Futter, insbesondere diese Fische. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich, ich habe alles über dich recherchiert, im Internet oder so, ja. Also Netz, weil Fisch und Netze werden ausgeworfen im Meer. Ach, ist egal. So. Der Standverkäufer am Portemonnaie, der soll einen absolut sagenhaften Schatz in seinem Besitz haben. Ein einzigartiges Artefakt namens magische Barriere. Wenn du ihm die aus dem Ärmel leiern willst, würde ich das sicherlich einiges an Koketterie und Bauchpinselei kosten. Das wäre soweit von mir. Eine magische Barriere, auch daran erinnere ich mich. 0,0 gar nicht. Das ist ja interessant. So. Was für einen Kurs haben wir denn jetzt, oder? Ich bin verwirrt. Da, wo ich hingucke, ist die falsche Richtung. Nördliches Feenkordial, das ist cool. Ich will nach Westen. Nach Westen. Wir machen es mal so. Ich weiß, mit dem anderen Segel könnte ich auch die Windrichtung verändern und so. Aber irgendwie ist mir das zu blöd. Weil ich brauche nur mal mich ein bisschen vom Kurs wegbewegen. Und schon habe ich wieder absolut keine Ahnung, in was für Richtung ich eigentlich steuere. Okay, unten links haben wir einen Kompass, aber wer kann schon einen Kompass lesen? Also ich nicht. Na gut, doch, könnte ich. Vielleicht, aber was soll's. Ich mache das so, wie ich denke. Ist schon in Ordnung. Da drüben ist übrigens irgendwas, oder? Das sieht so aus. Da ragen drei so eine Knupsis irgendwie aus dem Meer. Ich weiß nicht genau, was sie darstellen sollen. Aber wir segeln jetzt einfach mal zu diesen Knupsis hin. Denn diese Knupsis, die ich meine, das sind Flöße und ein U-Boot. Oh, das ist toll. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. So, dann entern wir mal diese Piratenkolonne. Und drücken natürlich konsequent den falschen Knopf, weil dann macht das Spiel nochmal so viel Spaß. Abadabada. So, mal gucken, was es in diesem Boot so Interessantes zu finden gibt. Ist da hinten noch irgendwas gewesen? Ich glaube, normaler Schatz, ne? Ja. Mal gucken, ob ich Lust habe, dahin zu segeln oder nicht. Es würde sich ja lohnen. Wie gesagt, 5000 Rubine. Boah, stricken wir erstmal eine Weile dran, bis wir die zusammen haben. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber ja, ein bisschen haben wir generell zu tun. Und wir haben auch wieder ein kleines Ziel, was Geld ausgeben angeht. Denn mir wurde von einem lieben netten User gesagt in den Kommentaren, dass ich recht hatte, in der Auktion auf Portemonnaie gibt es noch ein Herzteil zu finden. Und das wollen wir natürlich bei Zeiten schon mitnehmen. Deswegen müssen wir dann auch, wenn wir das nächste Mal auf Portemonnaie sind, dann eben mal wieder an der Auktion teilnehmen.
Schwingen und schwingen. Schwingen und schwingen. Hui! Anhalten, anhalten, anhalten. Ein bisschen nach unten robben. Und dann bitte wieder mit Schwung. Das ist ja voll gefährlich. Wenn man da runterfällt, dann ist man bei den vier kleinen Schweinchen. Und jeder weiß, dass die vier kleinen Schweinchen absolut... Vier kleine Schweinchen, dass die also absolut bösartige Gesellen sind. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? So ein Unsinn. Das Märchen müsste natürlich gänzlich anders heißen. Ich hatte mich zuerst gewundert, warum hier nichts drin ist, aber... Da hat mich ja... Diese kleine Truhe einfach so aus dem Hinterhalt überrascht. Fast schon. So, mal gucken, was hier drin ist. Es ist eine Schatzkarte. Jo. Na gut, warum nicht? Okay. Aber wenn ihr denkt, ich drücke mich hier vor dem Kampf, dann habt ihr euch sowas von getäuscht. Das geben wir uns natürlich. Bap-badap-badap. Ist mir vollkommen egal, ob ihr eure Lampen nach mir werft oder nicht. Haha, so, damit könnt ihr mir nämlich gar nichts anhaben. Die zwei anderen da hinten, die haben noch gar nichts von ihrem Glück mitbekommen. Zum Glück. Dann können wir sie ja nochmal gebührend überraschen. Zu gegebener Zeit. Wie zum Beispiel jetzt. Dupdi-dupdi-du. Armer kleiner Geselle. Bekommt er immer den Popo versohlt. So, was ist mit dir? Ja. Die sind auch keine Herausforderung mehr. Okay, zugegebenermaßen. Wir haben auch das Master-Schwert. Mit dem wir ja nochmal ein bisschen extra Schaden verursachen. Aber... Trotzdem. So ganz ohne Grund stehen die Gegner hier auch nicht rum. Da haben sich die Entwickler nämlich auch was beigedacht. Die können ja auch Angriffe blocken und so. Es sind ja keine ganz normalen Bockblins. So Wald- und Wiesen-Bockblins, die man mal so einfach böse anguckt und dann fallen sie quasi gesehen schon um. Sondern das sind echt raffinierte und bösartige und wenig spaßbringende Oberschweine. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Was soll's. Oh, mein Boot. Mein Boot ist ein schlaues Boot. Mein Boot ist direkt zu mir gefahren. Das finde ich sehr nett von meinem Boot. So, Segel setzen. Ta-ta-ta-ta. Ein Schatz ist in Sicht. Ein Schatz, der meinen Namen trägt. Also gleich zumindest schon, wenn ich ihn an Bord geholt habe. Dup-di-dup. Dup-di-dup. Wie gesagt, ich hole das andere Segel jetzt nicht raus, damit ich nicht wieder die Windrichtung verändere. Aha. Aha. Außerdem ist ein kleines Cheater-Segel. Ja. Habe ich jetzt einfach mal so spontan beschlossen. Ich werde es nur wohl dosiert einsetzen. Wenn ich irgendwie denke, dass der richtige Moment dafür gekommen ist oder so. Oder wenn ich generell wieder ein bisschen besser vertraut bin mit der Steuerung. Und nicht so viel Murks baue. Dann und ganz eventuell auch dann werde ich ein bisschen mehr mit dem Turbosegel hantieren. Ja, 50 Rubine, das ist ein ganz netter Verdienst für zwischendurch. Nettes Taschengeld. Die Insel dort hinten, das müsste für das nächste Gebiet sein, oder? Moment, ich müsste jetzt... Ich muss jetzt ganz kurz mal, während wir diese Tingelflasche dort einsammeln, muss ich ganz kurz mal gucken. Ach so. Genau, wir sind noch gar nicht in dem neuen Gebiet. Okay, das ist alles noch in Ordnung, alles noch okay. Wo ist die andere Schatzkarte, die wir jetzt gefunden haben? Hier. Aha! Keine Ahnung, wo es ist. Dup-di-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Dort hinten. Aber ist das da nicht schon die verwunschene Bastion, die ich da sehe? Oder ist das noch eine andere Insel? War hier oben doch so eine große Insel? Mir irgendwie ein bisschen spanisch vor. Oder ist das, was ich davor sehe, noch eine Insel? Hm. Warum muss das auch immer so verdammt stürmisch auf hoher See werden? Man sieht dann immer so schrecklich wenig. Da ist ein komischer Aussichtsturm, wo wieder zwei, drei Dutzend Bockblins hausen. Hier vorne ist ein... Ach so, das hier ist die... Ah, das hier ist die Insel des Glücks. Das hier sind die Fässer des Glücks. Das hier ist die Schatztruhe des Glücks. Die man mit ein bisschen... Mit ein bisschen Glück eventuell finden kann. Wo auch immer die jetzt ist. Ich müsste ja zu sehen sein hier irgend... Ja, Moment. Wupp.
Schatzkarte Nummer 7. Noch ein bisschen geradeaus. Und dann irgendwo hier auf der linken Seite. Vielleicht passt das sogar schon. Ah ja, tatsächlich. Haha! Ich bin der Experte darin, Schatztruhen zu finden. Auf dem Grund des Ozeans. Wir sollten professioneller Pirat werden, finde ich. Irgendwie sowas in der Art. Oder generell einfach nur Schatztaucher. Wir müssen ja nicht gleich Pirat werden. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Hat was Romantisches bekommen, das Piratendasein. Spätestens seit dem Anime oder dem Manga One Piece. Sagen wir so. Ja. Ich mag One Piece total. Ich bin ein riesengroßer One Piece Fan. Das darf ich an der Stelle, glaube ich, auch nochmal sagen. Wobei riesengroß jetzt, glaube ich, auch zu viel gesagt wäre, weil ich habe mir schon länger keinen Manga mehr gekauft. Und meine Manga-Sammlung, die dümpelt irgendwie bei Band 20 vor sich hin. Und den Anime, den verfolge ich jetzt auch nicht mehr so großartig. Und regelmäßig. Bekomme ich jetzt eigentlich wieder Mecker, weil ich das verdammte Grasmehl? Ich hoffe irgendwie nicht. Aber es kann unter Umständen sein. Wenn ja, dann tut es mir leid. Ich mähe gerne Gras. So. Wir könnten aber vor allem auch mal einfach eine Bombe ablegen. Und diese ollen Steinbrocken hier kaputt machen. Um irgendwas zu finden. Hier zum Beispiel gar nichts. Aber zum Beispiel vielleicht hier. Ah, guckt mal. Guckt mal einer an, wer hier ist. Was zum Teufel? Hä? Wie? Warum? Wieso? Weshalb? Was? Es war so eine friedliche Insel bis hierhin. Wieso, weil ich die Blöcke kaputt gemacht habe? Oder was? Oder wie? Oder wo? Nee. Verstehe ich nicht. Vor allem, dass sie so in zahlreiche Anzahl plötzlich erscheinen. Hopsala. Was wollt ihr komischen Gnome von mir? Irgendwas ist hier doch seltsam. Das war der vollkommen falsche Knopf. Das war der vollkommen richtige Knopf, um irgendwie blaues Schleimgelee zu erhaschen. Jetzt habe ich Futter hier hingeworfen. Ist auch nicht schlecht. Die komischen Gnome sind jetzt auch schon wieder weg. Bestimmt, weil ich die komischen Steinbrocken hier kaputt mache. Vielleicht taucht dann irgendwo eine Schatztruhe auf oder so. Ich meine, es kommt mir ja schon mal komisch vor, dass unter diesen Steinbrocken nirgendwo was drunter ist. Also das kann mir keiner erzählen. Hier auf dieser Insel muss es irgendein Geheimnis geben. Es gibt keine Insel in The Legend of Zelda, also Wind Waker, die nicht irgendein Geheimnis zu bieten hat. Ich wollte auch sagen, irgendwas muss doch hier sein. So. Wahrscheinlich kamen die ganzen kleinen Gnomen von daher. Naja, okay. So, weshalb ich vorhin so gestaunt habe. Hier ist so ein Typi aus Tantobia. Mit so einem Baum, den er irgendwie groß stark machen möchte. Aber leider stellt er sich zu dumm an. Und wir müssten ihm tantopisches Wasser bringen. Aber das mit dem tantopischen Wasser ist eine knifflige Angelegenheit. Oh ja. Beziehungsweise man müsste sich halt mal die Zeit dafür nehmen. Die Sache ist ja, man kann tropisches Wasser nicht die ganze Zeit sich herumführen, weil dann wird es irgendwann zu normalem Wasser. Man muss da schnell sein und behende und ja, deswegen muss man sich einfach die Zeit nehmen für diese Quest. So. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir? Was? Die tantopischen Bäume verdorrt und Hu und Schnu. Ja, Genon steckt dahinter und bring mir Wasser und ich will nicht und mach mal und überhaupt und sowieso. Immer müssen wir uns um alles kümmern. Das finde ich nicht in Ordnung, Freunde. Was ist das denn hier? Hallo? Aha. Okay. Das scheint eine seltsame Arena zu sein oder irgendwie sowas in der Art. Die Kollegen können wir aber auch mit dem Masterschwert relativ schnell ausschalten. Die Sache ist eben, dass man sie auch verletzen kann, wenn sie sich zu einer Kugel zusammenrollen. Wissen vielleicht manche nicht oder so. Also ihr wisst es natürlich alle, aber der unbedarfte Spieler würde vielleicht in dem Moment denken, oh mein Gott, die sind jetzt einfach mal unverwundbar oder so, wenn sie sich so zusammenrollen. Lustigerweise waren das nicht die einzigen Feinde, die uns hier erwarten. Mhm. Bockblins machen sich also auch auf, um uns zu vernichten, zu besiegen oder irgendwas an der Art. Das ist die reinste Kampfarena. Finde ich lustig. Aber das hier ist noch nicht die
Die besondere Kampfarena, sagen wir es mal so. Also, ihr werdet euch vielleicht noch dran erinnern, sowohl in meinem Twilight Princess als auch... Okay, jetzt muss ich lügen, aber nee, auch in meinem Skyward Sword LP, da gab es doch solche Bereiche, oder? Wo man nochmal zusätzlich gegen eine gar unmenschlich erscheinende Anzahl von Feinden antreten konnte. Und ja, das war eben sehr arenamäßig. Und sowas ähnliches, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber sowas ähnliches gibt es auch in Windbreaker. Und das werden wir natürlich zu gegebener Zeit auch machen und uns dann durch zahlreiche Etagen voller Gegnerhorden schnetzeln. Und es wird sehr viel Spaß machen und kein bisschen anstrengend werden oder so. Nein. Das wird sich im Rahmen halten, denke ich mal. Kann man mal machen. So. Immer schön die Totenkopfketten einsammeln und den ganzen Rest auch. Und was gibt's als Belohnung? Entweder eine Schatzkarte oder ein Herzteil. Ich bin gespannt. Ein Herzteil! 4 dahin, keines mehr im Sinn, deine Energie erhöht sich um 1. Yay! Zum Glück, also, war beziehungsweise auch mal wieder Zeit. Ich finde, unsere Energieleiste ist ziemlich schmalbrüstig. Also, da kann man definitiv noch mehr Herzen sammeln. Aber ich bin jetzt auch noch nicht so der bisher, obwohl wir schon bei Part 40 plus irgendwas sind. Ich bin jetzt noch nicht so auf Nebenquests und so weiter gegangen, wie man theoretisch gehen könnte.